Gemeinde Oldendorf setzt seit Jahren konsequent auf nachhaltige Klima- und Umweltschutzprojekte, um den Weg zu einem energieeffizienten Lebensraum zu ebnen. Mit diesen Maßnahmen soll die Lebensqualität für die Bevölkerung sowie für zukünftige Generationen nicht nur erhalten, sondern kontinuierlich verbessert und nachhaltig gesichert werden. Um die Erfolge der letzten Jahre vorzustellen, luden Bürgermeister Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl, Vizebürgermeister Ingenieur Florian Ohrenhofer sowie der Modellregionsmanager Ingenieur Andreas Schneemann zu einem Pressegespräch ein. Diese Veranstaltung bot einen umfassenden Überblick über die erfolgreich umgesetzten erneuerbaren Energieprojekte und die positiven Auswirkungen auf die Gemeinde. Die Gemeinde Oldendorf zeigt eindrucksvoll, wie der Einsatz erneuerbarer Energien zur Steigerung der Lebensqualität und zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft beitragen kann. Mit innovativen Projekten und dem Engagement aller Beteiligten setzt Oldendorf ein starkes Zeichen für eine umweltfreundliche und energieeffiziente Zukunft. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch, geschätzte Damen und Herren, recht herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Freut mich, dass der Ingenieur Andreas Schneemann dabei ist und der Vizebürgermeister der Florian Ohrenhofer. Wir wissen ganz einfach, die Thematik Energie begleitet ja die ganze Welt, natürlich auch Österreich, unser Land, aber vor allem auch unsere Kommunen und natürlich auch die private Haushalte. Wir wissen ganz einfach, seit der Energiekrise in Zusammenhang an und für sich auch mit der Thematik und Problematik, die wir ganz einfach mit unseren Wetterkapriolen CO2-Ausstoß haben. Ich glaube, es ist auch schön langsam, können wir auch die letzten Gegner nicht mehr verleugnen, die ganze Situation, die sich an und für sich mit dem Klimawandel entwickelt. Und hier sind wir alle gefordert, ganz einfach unseren Beitrag zu leisten. Wir als seitens Gemeinde Oldendorf haben sehr zeitig begonnen, Ingenieur Schneemann, Andreas und die Gemeinde Oldendorf und mich verbindet dort mehr wie 15 Jahre Zusammenarbeit, wo wir damals schon begonnen haben, an und für sich im Bereich erneuerbare Energie, Energieeinsparung, ganz einfach hier tätig zu sein. Letztendlich stellt sich für mich oder die Priorität für mich ist in dieser Thematik grundsätzlich natürlich an erster Stelle, wie erzeuge ich Energie. Aber letztendlich ist das zweite Thema, wie speichere ich Energie. Aber für mich auch sehr wichtig ist immer wiederum der Faktor, wie gehe ich mit Energie um. Wie effizient gehe ich mit Energie um, wie sparsam gehe ich mit Energie um. Und letztendlich haben wir hier, wie besprochen, sehr zeitig begonnen, Projekte in unserer Gemeinde umzusetzen. Auf vielen, vielen Ebenen und auf vielen Säulen in dieser Thematik. Dafür, Andi hat die Gemeinde Oldendorf, hat uns, mich dort immer wiederum nicht nur begleitet, sondern ich glaube, dass wir hier einen richtigen Weg sehr zeitig eingeschlagen haben, wo das eigentlich noch nicht so brisant war, dieses Thema, hat sich die Gemeinde Oldendorf dazu bekannt, hier diesen Weg zu gehen. Und um das zu skizzieren, darf ich dann anschließend Andi bitten, ganz einfach die Geschichte der Gemeinde Oldendorf in dieser Thematik ganz einfach aufzuzeigen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der Vizebürgermeister, der Ingenieur Ohrenhofer Florian, der ja beruflich in dieser Sparte tätig ist, an und für sich die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, eigentlich die Gemeinde hier nicht nur begleitet, sondern hier auch wichtige Projekte für unsere Gemeinde umsetzt. An Zahlen letztendlich, es ist halt grundsätzlich so, sieht man dann auch, was die Gemeinde Oldendorf in dieser Form geleistet hat, gemacht hat. Auf der einen Seite natürlich im Bereich erneuerbare Energie zu erzeugen, natürlich mit dem Gedanken hin, dass sich das Land Burgenland gesetzt hat, hier gegenüber dem Bund 10 Jahre früher klimaneutral zu sein und wir unseren Beitrag hier leisten
Aber auf der anderen Seite natürlich, was sich die Gemeinde dann letztendlich, und das haben wir ja gesehen die letzten 1,5 Jahre, wo uns die Energiepreise mit dem Krieg Russland-Ukraine, wo uns die Energiepreise eigentlich, wo sie die bewegt haben und natürlich die Menschen belastet, aber letztendlich auch unsere Kommunen damit belastet, wo man sie letztendlich durch diese Maßnahmen, die wir hier, wenn man so die letzten 10 Jahre für die Gemeinde Albendorf ganz einfach zum Vergleich hernimmt, ganz einfach hier auch eingespart haben. Ich darf mich nochmal recht herzlich bedanken, vor allem bei dir, Andi, für deine hervorragende Zusammenarbeit im Sinne unserer Gemeinde, aber natürlich auch darüber hinaus, dass wir auch unseren Beitrag leisten als kleiner Teil im Bereich erneuerbare Energie, wie gehen wir mit Energie um und die Reise hin, CO2-neutral zu sein und wir als Gemeinde hier unseren Beitrag leisten. Ja, vielen Dank einmal für die einleitenden Worte, Wolfgang. Ich darf den Ball soweit aufnehmen und ein bisschen skizzieren, wie das in Oldendorf entstanden ist und wo wir begonnen haben, erste Projekte in die Umsetzung zu bringen. 15 Jahre zurückgedacht, die grüne Wiese, also noch keine Foto oder sehr wenig Photovoltaikanlagen, von anderen Maßnahmen relativ weit entfernt. Und da hat man in Oldendorf schon erfreulicherweise begonnen nachzudenken, was kann man denn in dem erneuerbaren Bereich alles tun. Wir haben dann gestartet mit ersten Photovoltaikanlagen, Mehrzweckhalle und so weiter. Und haben aber dann auch gesehen, dass man gemeinsam mehr schaffen kann und haben dort die Initiative dann ergriffen, 2013 gemeinsam mit 9 umliegenden Gemeinden eine Klima- und Energiemodellregion zu formen. Und ein bisschen Struktur in das Thema zu geben und eben gemeinsam begonnen, hier die Gemeinden im Sinne dieser Klima- und Energiemodellregion Stegersbach zu einer Vorzeigeregion im Südburgenland zu entwickeln. Und da ist eben die Gemeinde Albendorf als ganz wichtiger Bestandteil dieser Klima- und Energiemodellregion eine Vorzeigegemeinde geworden. Also das Ziel haben wir damit, wenn man die letzten 10 oder 15 Jahre betrachtet, wirklich erreichen können. Wir haben Projekte, sehr viele Projekte im Bereich Strom, im Bereich Wärme, aber auch im Bereich Mobilität, wie man hier auch plakativ sehen kann, in die Umsetzung bringen können. Und ich denke, das ist der richtige Weg gewesen. Vor allem Klimawandel, Umweltschutz kann man nur entgegenwirken, wenn man wirklich in die Umsetzung geht und nicht nur mit Konzepten oder Ähnlichem agiert. Wie gesagt, eine Vielzahl von Projekten, eine Vielzahl von Photovoltaikanlagen, die entstanden sind. Besonders stolz bin ich darauf, dass auch ein Bürgerbeteiligungsprojekt umgesetzt werden konnte. Also wir haben nicht nur die Bürger über Bewusstseins- oder Bürgerinnen über Bewusstseinsbildungsmaßnahmen abholen können, sondern auch unmittelbar in diese Energiewendeprojekte mit involvieren können. Das heißt, man hat sie beteiligt, kriegt eine Rendite und identifiziert sie dann natürlich auch ganz anders mit erneuerbaren Energieprojekten in dem Bereich. Aber nicht nur im Bereich der Stromproduktion, also sprich Photovoltaik und Speicheranlagen, sondern wie schon erwähnt im Wärmebereich. Hier ist es gelungen, erstmalig im Burgenland, würde ich fast sagen, einen vorbildhaften Baum- und Strauchschnittsammelplatz aufzubauen und eine entsprechende Sammlung zu strukturieren. Jetzt wird man sich fragen, was hat das mit Klima- und Umweltschutz zu tun? Die Zielsetzung war und ist, dass diese biogenen Reststoffe, die hier eben strukturiert in der Gemeinde Oldendorf gesammelt werden, in weiterer Folge auch einer energetischen Verwertung zugeführt werden. Das heißt, den Baum- und Strauchschnitt in Biomasseheizwerken in Wärme umzuwandeln. Das ist, glaube ich, wirklich sehr vorbildhaft gelungen. Danke auch für deine und eure Vorreiterrolle in dem Zusammenhang, weil auch dazu hat es Weitblick benötigt, um hier diesen Schritt zu gehen und auch entsprechende Investitionen natürlich zu tätigen, die man unmittelbar aber nicht mit einer entsprechenden Rendite bewerten kann. Also auch im Wärmebereich ist vieles passiert, nicht nur dieser Baum- und Strauchschnittplatz. Wir haben uns angeschaut, wie weit übergreifende Wärmekonzepte eine Möglichkeit darstellen. Also wie gesagt, auch hier sehr viel passiert. Und last but not least, nicht nur im Strom- und Wärmebereich, sondern auch im Mobilitätsbereich ist eine Ladeinfrastruktur entstanden, um auch Fahrzeuge hier in Albendorf laden zu können, E-Fahrzeuge laden zu können. Die Gemeinde hat kommunale Fahrzeuge angeschafft, um auch im kommunalen Betrieb hier umweltfreundlich mit einer Vorbildwirkung vorzugehen und hier, wie gesagt, alle diese Initiativen auch entsprechend mit Umsetzungsmaßnahmen begleitet. Ja, zusammengefasst ist die Gemeinde und auch als Teil oder die Klima- und Energiemodellregion daher wirklich ein Vorbildprojekt, wo man sieht, wie kommunale Investitionen oder wie Gemeinden kommunale Investitionen auch in den Bereich der Erneuerbaren zielführend umsetzen können, sodass er die Bevölkerung zum einen über entsprechende Wirtschaftlichkeits-
Gesamtbetrachtungen dann als Gemeinde auch was hat, aber natürlich die Gemeinde auch hier ihre Vorbildwirkung wahrgenommen hat und gezeigt hat, dass die Maßnahmen oder die technischen Lösungen alle gibt, wir sie in der Umsetzung umsetzen müssen und am Ende des Tages ins Tun kommen müssen. Ich darf mich an der Stelle auch bei dir oder bei euch bedanken für die vorbildhafte Zusammenarbeit, würde ich fast sagen, und dass ihr wirklich auch den Mut gehabt habt, in einer sehr frühen Phase hier diese Investitionen zu tätigen, voranzugehen und damit eben viele Gemeinden auch zum Nachahmen bewegt habt, um eben schlussendlich dem Thema Klimawandel und umweltfreundliche Maßnahmen eben gerecht zu werden. Vielen Dank dafür nochmal und ich darf von Florian das Wort übergeben, um zu Zahlen zu kommen. Ja, danke schön. Ich darf jetzt die Vorredner noch ergänzen, um vielleicht die einzelnen Projekte, die wir auch umgesetzt haben. Es wurde schon angesprochen, wir haben im Jahr, also vor 2013 damit begonnen, mit einer Photovoltaikanlage auf der Merzbeckhalle mit einer Leistung von ca. 10 kW und haben dann 3 Jahre später die erste Erweiterung durchgeführt, haben dann hier am Feuerwehrhaus den ersten Abschnitt gebaut und haben am Bau- und Wirtschaftshof der Gemeinde Olbendorf jeweils eine 5 kW Anlage installiert. Der nächste Schritt, den haben wir dann ein Jahr später im Jahr 2017 gesetzt und haben dann am Pflegekompetenzzentrum eine 30 kW Anlage installiert, die, wie der Schneemann Andreas schon ausgeführt hat, als Bürgerbeteiligungsanlage ausgeführt wurde. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt mit einer Rendite von 2,5% da ein attraktives Modell finden können. Heuer haben wir dann die große Erweiterung durchgeführt. Wir haben hier am Feuerwehrhaus, da hinten am Dach sieht man sie, haben wir um 15 kW erweitert. Die Leistung ist dann auf in Summe 20 kW angestiegen. Wir haben dann in einem auf unserem Putzhaus, das ist ein Wirtschaftsgebäude mit Lagerräumen, haben wir mit 14,2 kW eine Anlage installiert und auch die Aufbahrungshalle mit einer 20 kW Anlage ausgestattet. Man muss auch sagen, dass im Zuge dieser Anlagenausbau in der Aufbahrungshalle auch gleich das Dach saniert wurde. In Summe haben wir somit mittlerweile 99 kW Anlagenleistung in unserer Gemeinde auf öffentlichen Gebäuden installiert. Wir haben die 100 noch nicht erreicht, das heißt, wir haben vielleicht noch Ziele für die nächste Zeit, die wir uns stecken können. Ja, vielleicht auch kurz Kosten. Der Gemeinde hat das Investitionskosten bedeutet von ca. 124.000 Euro und haben aber aus Kommunalkredit, ÖMAG, aus dem Kommunalen Investitionsgesetz oder auch aus der Umsatzsteuerbefreiung Förderungen von über 60.000 Euro lukrieren können für die Photovoltaikanlagen. Das heißt, wir sind aber im Fördersatz von rund 50%. Als nächstes stellt sich natürlich dann die Frage, was macht man mit dieser Überschussenergie, die wir ja dann vor Ort nicht unmittelbar verbrauchen können. Und da haben wir dann das Modell einer erneuerbaren Energiegemeinschaft gewählt, das ja das Elektrizitätswesengesetz seit ein paar Jahren ermöglicht. Wir haben dort alle Einspeiseanlagen eingebracht, ausgenommen die Bürgerbeteiligungsanlage, und haben somit knapp 68 kW zur Verfügung, mit denen wir unsere öffentlichen Verbrauchsanlagen versorgen können. Die Anlage läuft jetzt seit Oktober 2023. Wir haben die Gesellschaftsform eines Vereins gewählt, der diese Anlage, der dieses oder diese Energiegemeinschaft betreibt, und konnten in diesem Zeitraum, und da haben wir jetzt aber die großen Anlagen aus Jahr 2024 noch nicht inkludiert, unsere Energiekosten um rund 7% senken. Das heißt, am Ende des Jahres werden wir dann sehen, wenn die großen Anlagen in diese erneuerbare Energiegemeinschaft eingewirkt haben, dass dieser Anteil, den wir dann selbst verbrauchen können, noch steigen wird. Weitere wichtige Projekte waren eben Entschuldigung.
Weitere wichtige Projekte waren eben die E-Mobilität. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie können wir das Feuerwehrhaus dann auch Ersatzstrom versorgen, haben dann einen Batteriespeicher installiert im Feuerwehrhaus, der auch für Ersatzstromversorgung sorgt im Zuge eines Störungsausfalls, damit die wichtigsten Verbrauchseinheiten auch versorgt sind. Hinter mir sieht man dann auch die Ladestation, die ich schon angesprochen habe. Sie wird auch, ich habe mir die Zahlen angeschaut, die wird auch regelmäßig in Anspruch genommen. Die Burgenland Energie betreibt sie als Händler, ist im Eigentum der Gemeinde. Und wie man da sieht, rundherum um uns mit dem Generationenplatz, auch mit dem Pflegekompetenzzentrum, bieten wir da unseren Besuchern die Möglichkeit an, auch das Elektrofahrzeug zwischendurch zu laden. Selbst hat die Gemeinde auch in Elektromobilität investiert. Also wir haben dieses Kommunalfahrzeug, ein Graf Carello-Fahrzeug, für unsere Außendienstmitarbeiter angeschafft, um Bestellungen, vor allem der Anlagenpflege und so weiter, einfacher durchführen zu können. Und wir haben für unsere Mitarbeiter Lastenfahrräder angeschafft, mit denen kleine Transporte möglichst einfach und unkompliziert durchgeführt werden können. Ein wichtiges Projekt war auch ist es in unserer Gemeinde immer wieder, die Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen und vor allem die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen. Wir alle wissen, dass das für Gemeinden gerade in der heutigen Zeit finanziell sehr, sehr kostspielige Investition bedeutet. Wir haben dann im Zuge unserer Neuausbauten auf LED-Beleuchtungen gesetzt, haben dann in weiterer Folge unsere Bestandsanlagen alle von Natriumdampflampen auf LED-Beleuchtungen umgestellt. Und selbst das waren dann in Summe Investitionskosten von rund 250.000 Euro, die wir aber mit einer Förderung von 120.000 Euro aus einem EFRE-Förderprojekt dann auch bedienen konnten. Zusammengefasst darf ich dann sagen, dass alle diese Investitionskosten aus E-Mobilität, Batteriespeicher und LED-Straßenbeleuchtung in Summe knapp 295.000 Euro ausmachen und wir Förderungen lukriert haben in Summe von 146.000 Euro, und zwar aus dem Kommunalen Investitionsgesetz und aus den EFRE-Mitteln. Ich habe mir dann noch im Detail angeschaut, die Umstellung von Natriumdampflampen auf LED. Wie hat sich da, das haben wir heuer im Frühjahr, also Jänner glaube ich, im Zeitraum Jänner durchgeführt und habe dann einen Vergleich herangezogen, wie hat sich der Verbrauch auf genau diesen Anlagen entwickelt, der Energieverbrauch, und wir konnten dann feststellen, dass der Energieverbrauch um 48% bei genau diesen Anlagen gesunken ist. Also das sind Maßnahmen, die wirklich dann nachhaltig Kosten senken. Und das ist das, was der Bürgermeister schon angesprochen hat. Es geht ja nicht nur um Investitionen, wie erzeugt man den Strom selbst, sondern auch darum, was kann man unternehmen, um weniger Energie zu verbrauchen. Dankeschön. Dankeschön, Florian. Ich darf mich bei dir und beim Andi Schneemann recht herzlich bedanken. Ich darf mich dort auch bei der politischen Gemeindevertretung bedanken, dass wir diesen Weg immer gemeinsam gegangen sind. Ich darf dort noch in dieser Form ganz einfach vielleicht noch Förderungen, hat der Florian angesprochen, und wenn man eigentlich die Investitionskosten, wenn man alles jetzt zusammennimmt, von der Erzeugung, Bespeicherung und Einsparung, sage ich jetzt einmal, dass man dort sagt, man liegt an die 50, über 50%. Das kostet natürlich auch sehr viel Arbeit, Vorbereitung, das ist ja auch gerechtfertigt, dass man diesen Weg auch gehen kann. Und da darf ich mich vor allem bei dir, Andi, recht herzlich bedanken, dass du das immer auch vorbereitet und umgesetzt hast, aber vor allem auch bei dir, Florian, seitens der Gemeinde, dass du das mit Andi letztendlich immer gemacht hast, sage ich jetzt einmal. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, es ist so aufgefallen, wir sollen Vorbild sein und Vorbildwirkung haben. Ich glaube, dass das auch tragt. Man sieht ganz einfach in unserer Gemeinde, dass sehr viele private
in dieser Form ganz einfach auf die erneuerbare Energie setzen, in vielen Bereichen, auf der einen Seite mit der Erzeugung von Strom und Energie, letztendlich auch Speicherung, möchte aber gerade auch hier, wo wir uns befinden, in der Nähe des Pflegekompetenzzentrums und unweit vom Wohnpark beim ehemaligen Betonwerk Gartner, wo hier die Oberwarder Siedlung Genossenschaft, sage ich jetzt einmal, ob es auf dem Dach des neuen Zubaues des Pflegekompetenzzentrums ist, eine sehr große Anlage, also ich schätze jetzt einmal um die 60 kW Pickhout, letztendlich auch die Wärmeerzeugung hier mit Tiefenbohrungen vorgenommen hat, aber letztendlich auch der Wohnpark, wo jetzt 3 Sechserblöcke sind und 4x2 Reihenhäuser errichtet werden, dass diese alle mit Photovoltaik ausgestattet sind, ist natürlich für mich ein richtiger Weg, dass man dort natürlich auch alle Menschen mitnimmt, die es sich leisten können, ganz einfach. Ich glaube, dass wir dort auf einem guten Weg sind, dass wir Vorbildwirkung haben für unsere Bevölkerung, aber letztendlich auch das gemeinsame große Ziel zu erreichen, letztendlich so bald wie möglich in dieser Form klimaneutral, letztendlich dann energieautark zu werden. Ich sage Dankeschön, Andi, ich sage Dankeschön, Florian. Ich bedanke mich bei Ihnen und stehe natürlich gerne Ihren Fragen wartend entgegen.